Die Verlängerung ist durch und wir haben immer noch keinen Sieger. Also kommen wir zum Elfmeterschießen. Kann losgehen mit dem Elfmeterschießen. Drin ist er. Alles ist bereit für dieses Duell. Nicht immer viel nachdenken. Einfach drauf. Knallhart und doch platziert in die Mitte. Nicht die schlechteste Variante. Das hat er aber ganz locker gemacht. Oh ja, das war schon sehr abgeblüht. Und Tor. Er behält die Nerven. Richtig souverän gemacht. Und drin ist er. Jetzt also das Elfmeter-Duell. Den musst du dich auch erstmal so trauen. Genau in die Mitte. Und wenn der Keeper da das Bein noch hoch bekommt, dann kann es eng werden. Richtig spekuliert, er hält den Elfer. Richtig gut gehalten. Hoch mit einer tollen Parade. Was für ein tolles Tor. Das muss ein ganz schöner Druck sein. Trifft er nicht, bedeutet das die Niederlage. Und drin. Er bereitet sich auf seinen Elfmeter vor. Toller Treffer. Ja, klasse. Ist natürlich auch immer eine Konzentrationssache, so ein Elfmeter. Ganz sicherer Elfmeter, wie der das gemacht hat. Ganz souverän, ohne jedes Problem. Klasse Treffer, unglaublich. Jetzt ist es wichtig, sich nur auf diesen Elfmeter zu konzentrieren. Und er hat ihn. Ganz stark pariert. Was für eine Last auf seinen Schultern, den muss er jetzt reinmachen. Ich bin so gespannt, was wir jetzt... Den Ball kann er halten. Ganz stark hier den Treffer verhindert. Klasse verwandelt. Der Druck ist enorm, natürlich, bei diesem Elfer.